Wie VIP-Gäste wurden die Schüler bei der ersten Nachtschwärmer-Jobtour in Norderstedt in den Unternehmen empfangen. Vorbereitend auf das Berufsleben konnten sie einen Blick hinter die Kulissen bekannter regionaler Unternehmen werfen. Darunter waren zum Beispiel die Hanseatic Power Solutions oder die Stadtwerke Norderstedt. Nach der Begrüßung durch Oberbürgermeister Hans-Joachim Grote verteilten sich die Schüler auf die bereitstehenden Busse, die sie zu den unterschiedlichen Unternehmen brachten. Meine Damen und Herren, wir als Stadt sind stolz, dass es gelungen ist, die Schulen, die Unternehmen zu motivieren. Und ein besonderer Dank geht an Marc-Mario Bertermann und sein Team, die Kolleginnen und Kollegen, die das alles maßgeblich mit auf den Weg gebracht haben. Also wenn man überlegt, wie viele Unternehmen mitmachen, zeigt es doch, da sind Arbeitsplätze, da sind Bedarfe und die Unternehmen sehen dies als eine Chance, junge Menschen von ihrem Unternehmen zu überzeugen. Es ist heute so, sie müssen Werbung machen für sich. Es ist nicht mehr so, dass die automatisch kommen und ein neues Format, mal etwas anders als Nachtschwärmer-Tour, das Ganze aufgemacht. Ich glaube, das ist auch ein gewisser Reiz in dieser Veranstaltung. Also wir sind schon jetzt hochzufrieden. Es ist ja die erste Nachtschwärmer-Jobtour in Norderstedt. Es war auch wirklich ordentlich Arbeit in der Vorbereitung. Aber jetzt, quasi am Beginn der Veranstaltung, können wir schon sagen, dass das ein guter Auftakt ist. Wir haben wirklich ganz, ganz viele Zusagen. Wir haben ganz, ganz viele junge, engagierte Leute hier. Man sieht das vielleicht ein bisschen hinter mir. Zum Teil auch tatsächlich anlassentsprechend sogar gekleidet. Ich habe gerade eine Lehrerin gesprochen, die sagte, ihre Schüler haben sich tatsächlich sogar die Mühe gemacht oder haben verstanden, es ist ernst und sich entsprechend dem Anlass vorbereitet. Die Unternehmen, die ich jetzt gesprochen habe, es sind ja 19 hier und zeigen sich, auch die sind bis jetzt schon sehr zufrieden. Spannend wird es dann, wenn es in die Unternehmen geht und spannend wird es dann auch, wenn wir unseren Zeitplan angucken. Aber bis jetzt können wir sagen, schon hochzufrieden. Mitarbeiter und Auszubildende stellten ihren Aufgabenbereich vor und beantworteten gerne jede Frage, die die jungen Damen und Herren hatten.